Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Sure.
Wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Vermag es einzusehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt. Und in den Himmel nach auf der
Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Selbst als Mensch geboren werden. Großer Herr,
Thank you.
es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Sich sehr. Bricht an, du schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tragen. Der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk im Diene fallen wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, ist Christus, der Herr, in der Stadt David. Was Gott dem Abraham verheißen, das lässt nun dem Hirtenchor erfüllt erweisen. Ein Hirt hat alles das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen. Oh!
Zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Es uns heut so schön gelinget. Auf denn, wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen.
die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lassen uns nun gehen, lassen wir uns nun gehen. Deine Farbe, Christ geht uns und macht uns frei, und
Sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und
die Hirten kehrten wieder um, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehöret hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.
da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da war sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Immanuel, o süßes Wort, mein Jesus heißt mein Wort, mein Jesus heißt mein Leben, mein Jesus hat sich mir ergeben, mein Jesus soll mir immerfort vor meinen Augen schweben, mein Jesus heißet meine Lust, mein Jesus labet Herz. Jenes strengen Schreckens,
war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, wo, wo ist der Schein. Erleucht auch meine
Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Land. Denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sein.
Oh,
Thank you.
rief Herodes die Weisen heimlich, und er lernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weise Ziegen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Er misst, bleibt doch in sich.
den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Wieder zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. So geht genug, mein Schatz geht nicht von hier, er bleibet da.
mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Und mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Ihr mögt euch noch so grimmig stellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Ihr mögt euch noch so grimmig stellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort.